Und hier ist Dietmar von tariftipp.de mit einem weiteren Beispielvideo. Und zwar drehe ich das mit der Hauptkamera des Asus Zenfone 5. Dieses Smartphone hat ja eine Dualkamera. Ich habe jetzt mal für dieses Beispielvideo das Normalobjektiv, also nicht das weitwinklige, sondern das Normalobjektiv ausgesucht. Es gibt auch ganz, ganz viele Videomodi bei diesem Smartphone. Im Moment ist eingestellt 4K. Es gibt natürlich auch Full HD und zwar nicht nur mit 30, sondern auch mit 60 und mit 120 Bildern pro Sekunde. Ja, wie immer nutze ich die internen Mikros bei diesem schönen Smartphone und ich bin mal wirklich gespannt auf die Videoqualität. Die Fotos sind schon mal hervorragend, muss ich sagen. Und ja, zu guter Letzt wollen wir nochmal unserem Kaninchen hier guten Morgen sagen. Hallo, Tapsu. Und ja, das soll schon gewesen sein. Den vollständigen Test zum Asus Zenfone 5 werde ich dann wahrscheinlich heute Abend online stellen. Solltet ihr euch unbedingt angucken. Das ist wirklich, wirklich, wirklich ein Hammer-Smartphone, was Asus hier auf die Beine gestellt hat. Ja, das soll es gewesen sein. Ich grüße euch und sage Tschüssi, bis bald.